Funktioniert denn mein Produkt auch auf Social Media oder mit Social Media Werbung? Das ist einfach eine Frage, die wir sehr häufig gestellt bekommen und deswegen gehen wir in diesem Video mal darauf ein, was so die besten Branchen sind, mit welchen Shops man vielleicht die besten Ergebnisse erzielt und was sich vielleicht auch überhaupt nicht eignet, um eben erfolgreich über Social Media Werbung zu verkaufen. Ich wünsche dir viel Spaß. Genau, also was sind die besten Produkte? Was eignet sich vielleicht überhaupt nicht für das Thema Social Media Werbung? Das ist eigentlich relativ simpel. Man muss einfach schauen, ob die Produkte irgendwie einen Bedarf decken, schon mal, ne? Das heißt, grundsätzlich macht es Sinn, wenn ein Shop sich in irgendeiner Art und Weise bewährt hat. Weil wir sagen immer, Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung, Social-Media-Werbung, das ist ein Beschleuniger für einen Prozess, der schon funktioniert. Das heißt, optimale Voraussetzung ist es, du hast einen Shop, der macht Umsatz, der hat eine valide Conversion Rate über 1%. Das ist jetzt aber auch nicht Muss, aber es wäre halt das Optimum. Na, also auch wenn du jetzt irgendwie da leicht drunter bist, kann man gerne mal schauen, ob das für dich Sinn macht. Das kommt immer auf mehrere Kriterien an. Aber am besten ist, du hast schon mal Produkte verkauft. Warum? Weil du dann schon mal irgendwie einen Product Market Fit gefunden hast. Also das heißt, es gibt irgendwie, ich schreibe das hier mal auf, ein Product Market Fit. Das heißt, es gibt einen Markt für deine Produkte. So, das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, weil sonst kann die Reise auch komplett nach hinten losgehen. Das heißt, sofern das gegeben ist, dein Shop Umsatz macht, ist es immer natürlich eine Frage davon, ob das Ganze auch auf Social Media geht. Also das ist so eine Frage, die sich viele stellen. Und hier gucken wir uns einfach an, das ist ein Push-Marketing-Produkt oder Pull-Marketing-Produkt. Schreibe ich auch nochmal hier auf. Push-Marketing ist jetzt der Bereich, in dem wir uns befinden, bei Facebook. Versus Pull-Marketing. Pull-Marketing ist das, wonach man sucht. Jetzt heißt es aber nicht, dass, also wenn man jetzt nach einem Produkt sucht, dass man es dann nicht über Facebook bewerben kann. Das ist wichtig. Sondern es geht lediglich darum, dass man halt gucken muss, ob es Push-Marketing geeignet ist. Und zwar, wenn du jetzt ein Produkt hast, was wirklich nur zu einem gewissen Zeitpunkt gesucht wird und sonst extrem unattraktiv ist zu kaufen. Als Beispiel habe ich da immer so ein, weil das ist so ein typisches Amazon-Produkt, so ein Dichtungsring für einen Kochtopf. So, dass du da jetzt außerhalb des Bereichs, jemand hat es, ist gerade kaputt gegangen, man braucht es in einer bestimmten Größe, dass du da Leute erreichst, ist relativ unwahrscheinlich. Sofern du aber Mode verkaufst, Möbel verkaufst, Hochzeitsartikel verkaufst, Supplements verkaufst, Kosmetik verkaufst, egal was, also wir haben auch schon Fensterfolien über Ads erfolgreich verkauft. Also es kommt einfach immer so ein bisschen drauf an, es darf nur nicht zu nischig sein. Sowas wie Drohnen haben wir auch gemacht, also Drohnen, die irgendwie Rennen fahren, also wo du Rennen fliegen kannst, sag ich mal, was so ein E-Sport-Ding ist. Das ist extrem nischig, aber trotzdem nachgefragt und es funktioniert halt cool über eine Ad. Aber so ein Dichtungsring für einen Kochtopf ist halt irgendwie relativ unattraktiv. Andererseits gibt es wieder ein cooles Produkt und zwar irgendwie so Folien, die man in eine Pfanne kleben kann, fällt mir gerade spontan ein, dass das Essen nicht anbrennt. Das ist wieder ein Produkt, was voll ein Problem löst. Das heißt, man kann das so nicht genau sagen, aber wenn du Umsatz machst über irgendeinen Kanal in guter Höhe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Facebook funktioniert. Weil was darf man nicht vergessen, dass es sich auch extrem gut ergänzt. Gerade wenn du vielleicht Google schaltest, also das ist jetzt bitte nicht schwarz-weiß denken, ne? Das heißt jetzt nicht, es funktioniert nur, wenn du Google-Werbung schaltest, es funktioniert auch, wenn du auf Amazon verkaufst zum Beispiel. Ne? Und es funktioniert auch nicht nur, wenn man danach gar nicht sucht, sondern das ist nur so, dass du es grob einschätzen kannst. In der Regel gibt es fast keine Branche, wo das keinen Sinn macht, außer zum Beispiel CBD-Produkte, teilweise Alkohol, das geht aber noch. Zigaretten und irgendwelche sexuellen Sachen. Das ist einfach verboten von der Werberichtlinie. Das heißt, das ist einfach, du hast einfach keine Chance. So, zumindest würden wir es auch nicht machen, weil wir da einfach eine sehr enge Beziehung zu Facebook, Instagram pflegen. Aber es ist auch einfach nicht erlaubt. Das heißt, ohne irgendwelche halblegalen Umwege kriegst du es nicht hin, wenn überhaupt dann. Deswegen machen es auch die größten Anbieter in den Märkten nicht. Aber das ist gut, weil für fast jedes Produkt kommt das somit in Frage und funktioniert. Weil wenn du eh schon einen Marketingkanal hast, der funktioniert, dann ergänzt es sich super. Weil du kannst dir das so vorstellen, wenn du Facebook-Werbung schaltest, mit Facebook-Werbung meine ich auch immer Instagram, dann erreichst du die Leute halt über einen längeren Horizont als über Google. Weil bei Google erreichst du sie in der Sekunde, wo sie eine Suchanfrage tätigen.
Aber was machst du eine Woche vorher? Die Leute haben ja trotzdem den Bedarf und eine Woche danach. Bei dem Dichtungsring habe ich in der Regel den Bedarf, wenn es kaputt gegangen ist. Ne, aber alle anderen Produkte, Autozubehör, alles, was es so gibt, ist in der Regel auch über einen längeren Zeitraum irgendwie relevant. Wenn es nicht sogar bei einem Dichtungsring funktionieren würde. Aber ich nehme es jetzt nur als Beispiel, um dir irgendwie so eine Relation mitzugeben. Wenn du jetzt Facebook-Werbung schaltest, musst du auch eins bedenken. Wenn du Facebook-Werbung schaltest, dann wird automatisch auch bei Google das Suchvolumen hochgehen. Das heißt, in der Regel hast du automatisch den Effekt, dass Google dann besser läuft oder dass Google dann auf einmal sich weiter skalieren lässt als vorher. Und das muss man halt bedenken. Genauso ist es aber auch andersrum, dass es auch sein kann, dass die Google-Anzeige deine Leute nicht so sehr abholt wie Facebook oder dass du deine Seitenbesucher, die von Google kommst, mit Facebook-Werbung zurückholen kannst. Das heißt, irgendwann wird es einfach so eine Gesamtheit. Ne? Und das ist einfach was, was ich dir mal mitgeben wollte. Das heißt, sofern du irgendein Produkt verkaufst, was ein Problem löst, was irgendwie cool ist oder was regelmäßig gekauft wird, dann könnte das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Plattform für dich sein, gerade wenn du sagst, du willst weiter wachsen, du willst weniger abhängig von einer Plattform sein. Vielleicht willst du auch von Amazon wegkommen, mehr Fokus auf den eigenen Shop legen. Und wenn du dir immer noch nicht sicher bist oder auch wenn du dir sicher bist, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, und zwar auf unsere Website zu gehen, adstonauts.de. Dich einzutragen für ein Beratungsgespräch kann nicht schaden. Da können wir uns einfach mal austauschen, ob du dir sicher bist, wie gesagt, oder nicht. Und dann einfach mal schauen, was könnte bei dir der größte Hebel sein? Ist das Ganze sinnvoll? Kriegst du auch wirklich von uns eine ehrliche Einschätzung? Bei uns bringt es auch überhaupt nichts, wenn es nicht sinnvoll wäre. Es soll ja funktionieren. Und dann kann man einfach mal schauen, wie könnte so eine Strategie bei dir aussehen? Oder wie kann man auch eine Strategie verbessern? Weil falls du es vielleicht in der Vergangenheit mal versucht hast, ist es meist eine Frage der Strategie. Warum es nicht funktioniert hat und weniger, dass es am Produkt lag, ne, falls man da ein bisschen Zweifel hat. Genau, trag dich am besten einfach mal ein und sprechen wir einfach mal persönlich und dann kann ich dir das ganze Thema nochmal nahebringen, auch explizit am Beispiel deines Shops. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib uns gerne einen Daumen hoch, schreib in die Kommentare, wenn du weitere Fragen, Videoideen hast oder ähnliches, was dich interessieren würde. Und ansonsten melde dich gerne an für ein Beratungsgespräch. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Video.